home is the site. Okay, gehen wir's an. Okay, ich bin soweit. Ich werde bestimmt wieder Kopfschmerzen kriegen. Vertrau deiner tollen Kondition, du bist in Hochform, glaub mir. Du auch mit deiner neuen Waffe. Ja, danke, du siehst auch fabelhaft aus. Hey, Mick. Ja? Hey, ich vergesse, ich wollte dir nur sagen, dass ich heute Abend mein Bestes tun werde für dich, okay? Danke. Das ist doch wirklich eine hübsche Kutte. Jedenfalls schöner als die vom letzten Jahr. Die hing gern einem in den Sack. Na, die hier sitzt, ist ja auch Maßarbeit. Ist mir doch gut. Ja, ganz gut. Nur zu kurz. Rocky Balboa konzentriert sich in seiner Ecke. Tänzelnd ihm gegenüber der Champion nur noch Sekunden bis zum Beginn des Kampfes. Da ist der Gong. Auf die Stange! Wie ein Wirbelwind ist der Champion aus seiner Ecke überrascht. Rocky mit rechten und linken Graben und ist offensichtlich auf eine schnelle Entscheidung aus. Rocky in der Linksauslage, das ist für uns alle eine Überraschung. Der Rechtsausleger hat sich umgestellt. Jetzt hat Rocky mehr einstecken müssen, aber er zeigt Kondition. Immer wieder tritt die Rechte des Champs an den Kopf. Aber jetzt scheint Balboa angeschlagen. Ja, er ist in ernsten Schwierigkeiten. Er lässt die Deckung hängen. Der Weltmeister deckt ihn mit einer Serie von Schlägen ein. Balboa am Boden. Lass ihn ruhig aufstehen! Ja. Balboa hat eine Wunde am linken Auge. Genau wie vor einem Jahr. Ist sie klar? Jetzt gib's ihm, Rocky! Du musst angreifen, Junge! Geh in ihn rein! Box. Sofort greift der Champion wieder an. Tritt links und rechts. Aber jetzt in seine Ecke schlägt Balboa zurück. Rocky wird vom eigenen Schwung von den Beinen gerissen. Aber jetzt kommt wieder der Weltmeister. Er tritt! Und da ist der Gong. Gott. Ende der ersten Runde. Aber die beiden wollen jeder ineinander lassen. Der Ringrichter muss trennen. Oh. Das war doch wieder so ein Geschiss wie das letzte Mal. Was? Hat mir schon wieder die Nase gebrochen. Kriegst du Luft? Nur in Hochform kann Balboa diesen Fight durchstehen. Das ist kein Boxkampf, das ist ein brutales Gemetzel. Hat dich die Linkslage gestört? Nein, überhaupt nicht. Wieso steht er da noch im Ring? Dir kann gar nichts passieren, weil du viel zu hart im Nehmen bist. Achte immer auf die Deckung. Der Mann ist gefährlich. Der Mann ist gefährlich. Das ist ein klasse Boxer. Hör zu, der ist auch nur ein Mensch. Dem ist beizukommen. Roll auf ihn zu wie ein Tank. Lass dich nicht austricksen. Greif an und nagle ihn in der Ecke fest. Falls ihn platt. Du bist ein Tank. Will ich sein. Halt auf das Dampfer. Und nun der Gong zur Runde 2. Der Champion sofort wieder auf schnellen Beinen mit langen Linkshändern. Kriegsrechte zuckt heraus, aber jetzt kommt Balboa mit Gegenangriffen. Ja, kann mir gar nichts. Da kann er machen, was er will. Jetzt nochmal. Break! Komm, schlag doch mal los! Alte Mädchen. Jetzt führt der Balboa regelrecht hoch. Haltet eure Kameras bereit! Jetzt pass mal auf! Jetzt geht's auf die Bretter! Achtung, es geht los! In die Ecke! Rocky! Auf die Beine, Rocky! Eins, zum zweiten Mal ist Balboa am Boden. Mühsam rappelt er sich wieder vier, auf. Zurück! Ich hab's euch ja gesagt! Wunderbar! 7! Pass auf das Auge auf, Junge! Kehr rein in ihn! Schlag beide Hände! Zweite
Alter. Okay. Vor wie ein Tank. Hab ich nicht gesagt? Hab ich nicht gesagt? Und jetzt 1, 2, 1, 2, ja. Krieg schlägt jetzt beidhändig. Er will beim Boa festnageln. Aber dann den Gegenstoß von Rocky. Ich geh nicht mehr zu Boden. Gut. Fabler, Junge. So gefällst du mir. Jetzt nehme ich an. Schlag zu! Inside, Rocky! Los, Mann, los, doch! Break! Gut so, Rocky, sehr gut! Erneut eine schwere Kanonade fliegt. Der Weltmeister jetzt in Hochform. Auf diese mein Runde geht er den Champion. Er punktet, er liegt klar in Führung. Hier bin ich! Auf diese Runde geht an Apollo Creed. Aber Rocky bleibt ihm nicht schuldig. Balboa sucht jetzt den Inside. Er steckt beidhändig. Ohne Ansatz, kurzer Hack. Und auf diese Runde ging er Creed. Er hat halt den Herausforderer eine Lektion.